So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Panzer Tactics HD. Im letzten Part haben wir Market Garden angefangen. Es läuft allgemein sehr gut. Und wir machen weiter. Wir müssen erstmal unsere Jagdmaschinen gut auslegen. Was bis jetzt gut funktioniert. Denn der Feind hat nicht so viel Zeug bei mir. Das meiste können wir von hier aus anschießen. Hier haben wir zwei Maschinen. Muss aber aufpassen, hier ist so ein Ding. Das könnte ziemlich nervig sein. Wobei, ich kann von mir aus angreifen mit denen, das passt hier. Schalt mir die Heinkel schon mal aus. Du kannst den erledigen. Weil ich mein Flugabwehr-Dings hier etwas anders nutzen möchte. Also verpasst mir das. Ich muss nämlich den hier anschießen. So. Ja, und dann will ich jetzt mal die Artillerie nach vorne haben. Das Schöne an Jacksons finde ich ihr Movement einfach. Ich kann die richtig schön, ohne groß nachzudenken, einfach nach vorne tun. Ohne dass ich mir Sorgen machen muss, das könnte irgendwas schief gehen. Ne, gefällt mir sehr gut. Vielleicht gleich mal einen kleinen Scout losschicken und zu gucken, ob da hier eventuell was ist, dann kann ich mir das Ding auch immer mal so erobern. Why not? Bunkerle. Bunker kann ich ja wegbomben, oder? Ja. So viel dazu. Dann kann ich nämlich den hier vorne hinstellen. Gut, das ist eine ziemlich schwache Garnison, mein Freund. Das ist nicht sonderlich stark. Nur bis 2. Ich könnte jetzt riskieren, die beiden abzuschießen, aber dann von ihnen auf die Fresse zu bekommen. Ich weiß nicht, was ich machen möchte, wenn ich ehrlich bin. So, das Eckchen hier haben wir erobert. Weiter kommen die eh nicht. Geh mal gucken. Nur eine Pack, mehr ist das nicht. Okay, da schnapp ich mir einfach so einen Hinterhalt. Absetzen, gut ist. Hier auch nochmal alles bewegt, nicht wahr? Ja. Geht nur darum, welches die beiden Flieger weg haben. Das letzte Mal hat er sich nicht bewegt, der Gute. Na okay, um ihn anzuschießen, müsste er wirklich noch ein bisschen sich krumm fahren. Gebe ich ja zu. Passt mal auf, wir machen Folgendes. Wir schießen ihn von hier ab. Und den von hier. Habe ich Ruhe. Und sollte er nach vorne kommen, kann ich ihn direkt ausschalten. Die benutzen wir erstmal nicht, die bleiben da. Ja. Lass mal sehen, was der Feind macht. Das ist egal. Kann es sein, dass er seine Erden abzieht, um meine falschen Wege anzugreifen? Ne, er kommt nach vorne. Also das Dümmste, was er machen kann. Nach hinten gehen, falschen Wege angreifen, wäre auch noch halbwegs schlapp. Lol. Mit allen wieder nach vorne. Wie dumm ist das denn? Ein Focke kommt auf mich zu. Das ist alles andere als schlimm. Natürlich passt sie genau da rein. Gut, das ist schlimm. Also sind das Unterstützung, die er bekommt, ja? Von da oben bekommt er jeweils zwei Fockys und zwei Heinkels. Und hier bekommt er immer eine U. Weiß ich ja Bescheid. Okay, eine muss dann nachkaufen. Natürlich darf ich sie nicht in den besetzten Gebieten platzieren. Ja, viel zu leicht. Ja. Kommen Sie wieder ran. Brauche alle meine Flieger, die ich habe. Außer den da, der kann hier weiter bomben. Können die Jungs endlich mal durchfahren? Und mich hier ein bisschen unterstützen. Kriegen sogar einen Scout.
Gott, was willst du mehr, hm? So, nächste Runde kann der Scout gucken gehen und ich hole mir dann das kleine Gebiet. Ja, du kannst ihn nur die Bombe angreifen. Also machen wir das auch. So. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich würde sagen, den schießen wir an. Also die beiden Focke schon mal stark geschwächt. Dann will ich jetzt mal kurz den da machen. Ich glaube, da brauche ich einen Bomber, wenn ich ihn in der Runde erobern will, nicht wahr? Na, krieg ich nur 3 Schaden hin. Mal kurz, hier machen folgendes. Ja, ich werde nämlich den hier aufdecken. Komme ich da nicht ran? Ich komme da nicht ran. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Pass auf, machen wir folgendes. Deswegen gehe ich nicht über die Runde. Wobei, doch kriege ich. Ich muss eine Jagdmaschine dafür einsetzen. Dann würde es gehen. Ha. Hm. Warte mal kurz. Hier wird meine Artillerie. Okay, sie kann ihn abschießen. Das ist schon mal sehr gut. Und der Rest nicht. Ja gut, ich kann ihn zur Hölle bomben. Mit 4 HP wird er mir nicht so viel machen können. Ach, den haben wir ja auch noch, stimmt ja. Drei Sterne, 2 Sterne. Mit Boost kriegen wir den auch klein. Geht's. Genau. Ein Schaden for the win. Flugplatz erobern. Du erledigst den letzten Flieger. Und mit 2 AP macht die Einklinge mir auch nichts mehr. Würde ich mal sagen, wunderbar, wunderbar. Du kommst mit, falls du noch Bunker auf mich lauern. Ja. Sie geben mir Ruhmespunkte, ne? Ja, lass uns mal gucken. Alles klar, das ist nix. Du kommst hinterher, eventuell brauchen wir dich. Ich glaube, die kommen mir entgegen. Das ist das Schlauste. Wirklich nach vorne geht ja nicht. Wie machen wir das jetzt? Den Plattbomben auf jeden Fall. Wie schon machen wir hier? Nur 3. Hoffentlich machen wir mit 1 Stern mehr genug. Ja. Sehr gut. So. 5 Schaden am Panther. Holy. Armer Panther, ey. Ja, Scout geht auf Seite. Bunkerle. Dann gehört mir die Stadt auf jeden Fall schon mal. Ja, sogar in dieser Runde. Keinerweise will auch nichts mehr jetzt hingeportet werden. Noch besser. Da vorne können hier keine weiteren Flieger mehr spawnen. Insofern kann ich den Bomber ruhig dahin schicken. Diese nächste Runde da. Den haben wir erst gesetzt. Ja. Sieht sehr gut aus. Also kommt hier der deutsche Regiment mit 2 Fockies und 2 Heinkels. So gut ist in Ordnung. Ganz ehrlich, 2 Fockies und 2 Heinkels sind nicht so tragisch wie. Was war es davor gewesen? 2 Fockies und 2 Messerschmitts pro Runde. Also 4 Flieger. Wo ich mich immer nur verarscht fühle über sowas. Okay, Scout. Wahrscheinlich wird der eh nichts sein. Okay. Einfach mal nichts. Der Bunker lasse ich Bunker sein.
Aber wobei, der würde meine Verstärkung stören. Insofern kann ich euch abreißen momentan. Aber nur mit den Truppen, die hier von unten kommen. Überlegen, ob ich meinen falschen Mega nochmal sowas riskieren will, da umzulanden. Vielleicht noch einen Flugplatz dazu klauen. Oder euch jetzt das Glück nicht weiter herausfordern will, aber andersherum müssen keine Kerneinheiten. Ich kann es euch probieren. Was soll passieren? Ja, die gehen mal gucken, ob hier noch was ist. Nö. Dann schnappen die sich das. Ja, und jetzt erstmal gucken, wie wir das jetzt hier verteilen. Da war eine Focke und hier ist eine Heinkeling geflogen. Habe ich irgendwo einen. Warte mal ganz kurz, hier unten ist noch jemand, der möchte nach oben kommen. Der möchte auch mitmachen. Und du kommst auch nach oben. Wer soll den Heinkel-Kill machen? Ich würde sagen, du. Oh nee, warte. Hä? Wir machen das von hier aus. Falls wir dich nach oben brauchen, dass du näher dran bist. So, Heinkel down. Dann würde ich sagen, die Focke werden mit der Mustang hier vorne anschießen. Auf einen HP sind. Dann kann ein anderer von mir finishen. Du hast 3 Sterne. Du hast 2 Sterne, du kannst es mal machen. So, mit der Thunderbolt gehe ich mal hier gucken. Muss dann die Heinkel sein. Gefunden. Und die schießen wir jetzt auch auf. Hä? Ah, das ist noch so ein Ding. Okay. Noch so ein Teil. Hm? Shit, 4 Sterne schon. Gefällt mir. So, komme ich da ran? Nee. Ein bisschen zu viel des Guten. Und den Scout da können wir erledigen. Das ist richtig Blitzkrieg, was ich hier gerade mache. Einfach nur stur nach vorne. Habt ihr euch beim letzten Mal gesagt, oh, große Map und so. Mal ein bisschen aufpassen, was wir so alles erwischen. Aber ich fahre einfach nur geradeaus durch. Den Bunker kann ich platt machen, weil ich will mir die Bunker sparen. Viele brauche ich ja nicht mehr zu verschwenden. So. Du kannst mal nach hier hingehen. So, wollen wir noch was riskieren? Wieso eigentlich nicht? Frage ist, wohin gehen wir? Nach da oben? Ich würde lieber nach da oben gehen dann. Okay. Ah, noch ein Transportflugzeug. Oh, gibt's Schlimmeres. Schnappen wir uns das hier oben, weil ich muss ihnen die Brücke holen, das Ding erholen. Wobei, wir können auch hier angreifen. Aber hier sind wir weiter weg von den Gebieten der Mitte, falls hier Artillerie ist. Ich hatte doch gerade irgendwo einen Flieger gehabt, den ich... Achso, ja. Ja, schade, das geht natürlich jetzt nicht. Die ist mir aber wichtiger. Gehst du hier hin? Dich brauche ich gerade auch nicht, ne? Ja, was soll der Geiz? Ah. Einmal rankommen, bitte. Man kann sich auch ein bisschen näher setzen, oder? Und zumindest bis hier hin. Gut. Es geht ja mal wieder dran. Die nächsten beiden Ortschaften sind frei, das heißt bis zum letzten wichtigen Gebiet ist hier alles frei. Der Widerstand sehr minimal. Oh, sogar abgesetzt. Ist mutig. Macht nix. Und noch keine weiteren Gegner. Noch, noch 4 ganze Runden, das hier zu erobern. Plus Brücke. Hehehehe. Ja. Das ist natürlich sehr cocky von mir, aber hey, hätte funktionieren können. Aber ich habe zumindest die
Werft der Heinkels gefunden. Es ist eigentlich auch egal, ob ich jetzt die Heinkels kille oder erst die Fockies. Die stören beide. Du kommst ran. Ist halt immer blöd, dass die immer wieder mit den Nutzern können erledigen. Was das Level halt immer wieder so schwer macht. Und jedes Mal immer wieder aufs Neue hochleveln. Aber hey, sie leveln auch mit der Zeit schneller, denn die Gegner werden immer besser. Oh, das ist gar nicht mal so verkehrt gewesen. Dann müssen wir das hier. So, und wir können schon mal übersetzen. Und nächste Runde theoretisch mal anklopfen. Na, was ist jetzt? Ja, Sprit ist ein Problem. Na. Den kriegen wir schon anderweitig kaputt, Leute. Sprit ist so ein Problem bei mir jetzt. Deswegen könnte es eventuell nicht für 3 Sterne reichen. Oder ich habe Glück. Und der Gegner macht irgendwas Dummes. Und dann reicht sie nicht wieder für 3 Sterne. Aber sehen wir ja dann. Ich würde sagen, wir brauchen wieder platt. Reicht nicht ganz. Ah, guck mal an. Sherman to the rescue. Und den Kill, den wollte ich eigentlich meine Infanterie geben, aber sie kommt nicht mehr ran. Oh, ernsthaft jetzt, Leute. Ich meine, ich brauche die Einheiten hier nicht mehr, also kann ich sie so liegen lassen. Wobei, du könntest noch sinnvoll sein. Du kommst an. Dann sei es uns abhängig. Aber ganz grob gesehen, hier ist auch noch keine Flugabwehr. Insofern kann ich zumindest die ganzen Jungs hier hinschicken. Um den schon mal zu ärgern. In Theorie muss ich auch gar nicht mal den Flugplatz so erobern. Aber hey, ich kann über die Truppen spielen. Das ist immer lustig. So. Wir haben noch 2 Schüsse, sollte eigentlich passen. Was haben wir denn hier? Wo kommt eigentlich Elite-Infanterie her? Weil es glaube ich letzte Mal. Hallo Bunkerle. Lassen wir die einfach stehen. Mhm, da steht eine Elite-Infanterie rum. Hat auf jeden Fall auch einen Offizier neben sich. Gut zu wissen. Sonst habe ich, glaube ich, alles gezogen, ne? Jo, so ziemlich. Ich meine, hier oben kann ich randalieren mit meinen Bombern. Aber da muss ich mal gucken. Ein Offizier auf jeden Fall, weiß ich. Okay, wenn du meinst. Ach, da ist er. Kraft durch meine. What? Okay. Der meint Business. Fällt mir ja gar nicht, dass meine besten Panzer einfach so erledigt. Wobei, muss nicht ja besser gewesen sein. Ich hatte ja 2 gute und einen so. Mal gucken, welcher das war. Hallo? Hallo? 3 Runden haben wir noch. Welcher Panzer hat er erledigt? Nicht den guten, okay. Oder waren sie alle 3 gut? Ich weiß es nicht mehr. Panzer, Panzer, Panzer. Jackson, rekrutieren, platzieren. Oh, wie großzügig, ich darf ihn hier vorne hinsetzen. Warum nicht da? Das ist auch ein Kerngebiet. Penner. So. Die Frage ist einfach, wie viel ist hier vorne noch drin? Ja gut, der Tier geht mir richtig auf die Eier. Wo ist mein 4 Sterne Lightning? Da. Have fun. Okay, 3 Sterne-Typi. Mhm. Der meint Business, so viel ist klar.
So viel ist klar, der mein Business. Eventuell kann ich mir das Ding hier einfach rausklauen. Lass mich mal gucken, was funktioniert überhaupt. Kann sogar bis hier zur Infanterie rüberschießen. Wie viel Schaden machen wir so am Tiger? 2 zu 6. Irgendwie mag ich das nicht. Dann schieße ich, glaube ich, noch einen Tiger an. General Trapp. It's a trap! So, hat's den Trapster wohl erwischt. Seine Art hier geht's auch nicht mehr ganz so gut, die er für geopfert hat. Funktioniert das? Ich habe doch... Warte mal kurz. Ich habe doch... Ich kann doch Folgendes machen. Splittergranate, oder? Ja, es klappt. Und ich habe doch hier auch Splittergranaten, oder? Ne, ich habe einen Nussknacker. Das Ding hat noch 5 HP, die muss ich wegbekommen. Dann kann ich in der Runde zumachen. Glaube ich nicht so ganz. Weil in dem Weg kann ich jetzt einfach hier mit meinem Fallschirm am Platt machen. So. Würde eh nicht zurückobern können in der Runde. Und jetzt mangelt es nur an dem da, weil ich. Ja, hab mich jetzt ein bisschen übernommen. Aber egal, nächste Runde haben wir es. Das geht auf jeden Fall 3 Sterne. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt noch einen falschen Mega Ready habe. Sprit mehr, das ist der Grund. Wobei, die Arti ist da. Die Arti kann den wegschießen. Das klappt schon. Da oben ist eine Focke. Am liebsten damit anschießen. Ich möchte hier nicht meine Mustangs weiter riskieren. Aber ich weiß nicht, was da noch spawnt. Oder ob da was gespawnt ist. Sagen wir es mal so rum. Weil, wenn das so ist, wie ich es mir denke, hat der Deutsche jetzt seine letzte Runde. Nächste Runde habe ich gewonnen. Und dann kassieren wir ordentlich Cash. Und ich mag es, Cash zu kassieren. So, weg mit dem Penner. Flugabwehr besitzt er nicht mehr. Ja, wobei, ich muss aufpassen. Wenn hier wirklich noch eine, was spawnt, ist der tot. Und das ist... ne? Geh mal gucken. Das... das ist sowas. Nö. Please nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Hier, ich setze noch was anderes vor die Nase hin. Wie wär's damit? Hier, greift meinen Sternentyp hier an. Aber bitte nicht den da. Bitte nicht. Okay, alles gut. Ich bleib im Leben. Puh. Chemischer Bunker? Nee. Alles gut. Hallo Köter. Alles gut. Hallo Infanterie. Du bist aber gemein. Ich bin dabei, die Mission 3 Sterne abzuschließen, ey, und ihr killt mir noch mal mein Panzer. Oh, hätte ich mir denken können. Und dann noch meine Infanterie. Witzig wäre es natürlich, wenn ich so viele Einheiten jetzt verloren hätte, dass ich jetzt verloren hätte, weil zu viele Kerneinheiten verloren. Interessanterweise wird das nicht passieren, weil ich gut gespart habe. Aber nervt trotzdem, da ich noch einen Panzer verloren habe, der gut war. Was wird's halt machen, ne? Gut, die ich Pionier verloren habe, ist nicht so tragisch. Pionier zu verlieren ist, komm, es geht. Aber der Panzer, der tat ein bisschen weh. Der tat echt weh. Vielleicht kann ich den Köter auch noch erledigen. Mal sehen.
Da ist der gute Lightning. Oder da könnte er sterben. Für den Frevel wird er bezahlen. Mit gutem Cash Money. Sehr schön, haben wir das Ganze in drei Sternen abgeschlossen. Noch genug Zeit, um den Introduce der nächsten Mission zu machen. Oh doch, die Fallschirmjäger waren am Ende doch recht sinnvoll. Nö, ich kann eh nichts mehr machen. Also, erobern wir das. Sehr schön. 1500. Frankreich, September 44. Market Garden war nicht in Frankreich, mein Freund, aber wie du meinst. Hürtgen! Und wir bekommen den Pershing! Juhu, letzte Einheit, die ich noch gebrauchen kann. Ich muss mal in den alten Kommentaren nachgucken, wie ich nach Remark komme, ob es Hürtgen oder Aden war. Ich meine aber, es war Aden. Wenn ich das hinbekomme, komme ich in die Mission. Vielleicht wird es mir auch mal gesagt oder so, aber ich gucke zur Not nochmal in die Kommentare rein. Hürtgenwald. Gar nicht lustig. Um den deutschen Truppen an der Ruhrfront in die Flanken fallen zu können, muss der riskante Weg durch den unwegsamen Hürtgenwald genommen werden. Ja, warum auch immer. Um mal kurz hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Market Garden war ja die Idee gewesen, die Brücken am Rhein alle zu erobern und dann mit einer Panzereinheit und mit mehreren Einheiten ja, über Holland nach Norddeutschland Richtung Berlin vorzurücken, weil dort waren allgemein kaum deutsche Truppen stationiert. Die meisten Deutschen waren eher so am Westwall stationiert und bei Belgien. Und hier in Holland war fast nichts gewesen. Und so war die Idee gewesen, mit Market Garden halt nach Deutschland vorzustoßen im Norden. Und dann, so war die Idee, bis Dezember oder bis Weihnachten den Krieg zu beenden. Hat nicht geklappt, weil man die Deutschen total unterschätzt hat, seine eigenen Truppen total überschätzt hat. Also die wesentlichsten Sachen, um zu verkacken, hat man erfüllt. Und ja, nachdem man Market Garden nicht geschafft hat, hat man sich dann überlegt, hey, lass uns den Westwall direkt angreifen. Oh, siehe da, der Westwall ist gar nicht so stark, wie man dachte. Interessant, oder? Wie uns hier vorher gesagt wurde, Westwall ist undurchdringlich, von wegen. Kurz anklopfen ist man durch. Und dann war man der richtig guten Überzeugung, wo man so eine riesen Überlegenheit hat und überall hinmarschieren konnte, wenn man will, geht man durch den Hürtgenwald. Natürlich, warum auch nicht. Ist ein riesiges Waldgelände und Hügelgelände, was ideal zur Verteidigung ist und was gerade danach schreit, nach Tod. Da will man natürlich durchgehen, auf jeden Fall. Auf geht's. Was soll der Geiz, Leute? Oh, ein bisschen winterlich. Auch wenn der Potsdam Market Garden kein totaler Erfolg war, Kappa, schön gesagt, haben sie wieder einmal alle Erwartungen übertroffen. Was jedoch jetzt vor uns liegt, übersteigt alle vorigen Schlachten, da wir uns in die schwer verteidigen, unpassierbaren und verschneiten belgischen Ardennen kämpfen müssen, um den Rhein zu erreichen. Ja, mein Freund, es ist normal, dass wenn ich die Kampagne vorrücke, dass es immer schwieriger wird. Ich frage mich ja schon, wie die letzten Missionen dann sein werden. Wir müssen durch eine Bresche in Westwall in einem unpassierbaren Waldgebiet namens Hürtgenwald marschieren. Der Name ist Hürtgenwald, so heißt die Gegend, aber was soll's. Namens. Ich marschiere demnächst auch durch ein Gebiet namens Washington DC, ne? Um Zugang zum Rhein zu sichern. Ihr Kampfeinheit Elbe steht in Monschaut im Süden. Von dort aus dringen sie nördlich nach Düren und östlich nach Schleiden vor. Durchbrechen sie die Ausläufer des Westwalds mit der Kampfeinheit Baker, die in Aachen steht, um von dort aus nach Osten in Richtung Düren vorzudringen. Ihre Missionsziele sind die Städte Düren, Schleiden und zu erobern. Sie sollten im Waldgebiet auf getarnte Bunker und verborgene Infanterieeinheiten gefasst sein. Nur so Basic-Kram halt. Ach ja, wir wissen, dass es in dem kleinen Dorf Heimbach einen britischen Gefangenen gibt, der im Besitz von Geheiminformationen über Baupläne von unterirdischen Waffenfabriken ist. Doch nicht die V2-Raketen. Wir brauchen diese Informationen. Ihr Auftrag lautet, Heimbach innerhalb von 7 Tagen mit Fallschirmjägern einzunehmen, den Gefangenen zu befreien und ihn nach Monschau zu bringen. Ist ein bisschen viel auf einmal. Sollte Ihnen die Geheimoperation gelingen, sollte, dass der Gefangene getötet wird, bekommen Sie bestimmt ein paar neue Orden. Ja, wow, die kann ich mir auch anderweitig reinstecken. 20 Tage Zeit und 8 Keinheiten. Ich finde es immer gut, wenn wir halt weiter voranrücken in der Kampagne, dass wir einfach mehr Keinheiten verlieren dürfen. Nicht wie bis zu Beginn nur 4, sondern jetzt schon 8. Und wir haben Pershings, nice. Problem ist halt, ich habe 2, naja, nicht gelevelte Pershings. Das ist sehr, sehr tragisch. Ja, ich habe einen Panzerexperten. Auch wenn nur Stufe 1 ist, aber hey.
Es ist ein Offizier. Die Map ist klein. Die Map ist recht klein, ja. Nun gut, das hier muss ich also mit falschen Wegen erobern und den rausbringen. Ich würde sagen, ich platziere meine Einheiten noch nicht, denn ich möchte erst einmal nochmal durchlesen, ob ich den Hürtgenwald in 3 Sternen plus Bonusmission machen soll oder die Ardennen. Denn falls ich das hier schaffen muss, falls ich das hier machen muss, um nach Remagen zu bekommen. Wobei Remagen war nach den Ardennen, oder? Ja, Remagen war nach den Ardennen. Theoretisch müsste es die Ardennen sein. Ich sehe es ja dann. Beziehungsweise im nächsten Part. Dann sage ich mal Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.